Die Frage ist halt nur, wären die Dinger wirklich schnell genug? Ist das hier wirklich unser Problem? Weil momentan hat sich hier einiges angestaut, aber wenn das dann mal durchrutscht bis nach oben, dann merkst du halt auch, wie langsam das die sechs Teile hier produzieren. Nicht, dass der dann doch wieder in der Lage ist, jedes Zahnrad zu entfernen. Das heißt, ich müsste eventuell das hier anders machen. Die Zahnräder müssten da nach unten. Weil ganz unten bei dem Ding jetzt was anzapfen, das Ding da hochführen, nur damit die zwei Gebäude hier versorgt werden mit Zahnrädern, das ist ein bisschen doof. Finde ich. Da unten haben wir genauso viele Gebäude, die Zahnräder fertigen, wie jetzt hier oben. Also es müsste eigentlich reichen. Eisen brauchen die ja eigentlich nicht. Würde das stören, wenn ich das Eisen damit filtere? Ja, würde es, weil die zusammengeführt werden. Können das natürlich auch mal anders machen. Das klaue ich mal ganz kurz alles. Passen so. Das machen wir jetzt ganz anders. So, dann führen wir die einfach nicht zusammen. Das kann mal weg. Das kann weg. Das kann auch weg. Stattdessen machen wir halt dann diesen hier. Habe ich noch ein Teil auf Fließband? Ein rotes. Ich will kein rotes. Ich will ein normales. Ich möchte mir das Rote aufheben. Ich habe so den Eindruck, das Rote werden wir für irgendwas anderes brauchen. Und es wäre an der Stelle einfach völlig übertrieben. Achso, ich hatte eh noch eins. Mann, bin ich doof. Passen Sie auf, passen Sie auf, passen Sie auf. Den setzen wir da so hin. Und den da so hin. Der packt zwar jetzt das Eisen damit runter, aber das Eisen brauchen wir hier unten nicht. Das wird sich hier bis nach oben stauen. Dann schickt er das sowieso hier oben wieder weiter, wo es benötigt wird. Und momentan ist die Eisenproduktion eh stark genug. Also, das ist zwar jetzt unsinnige Verschwendung, weil wir das nicht brauchen, aber so kommen wenigstens noch Zahnräder da oben durch. Und jetzt können wir nämlich auch. Sowas Ähnliches wollte ich eigentlich hier machen, aber das funktioniert hier leider Gottes nicht so ganz, wie es soll, weil ich halt die Befürchtung habe, dass er das Kupfer dann damit rüberpackt. Das heißt, hier haben wir immer noch diesen Flaschenhals mit dem filternden Greifarm und das kann es nicht sein. So, und der kommt halt überhaupt nicht zum Produzieren, weil er keinen Platz findet. Also den könnte man sich auch sparen. Oder wir setzen den Output von ihm woanders hin. Genau. Wir setzen seinen Output. Sag mal, würde eigentlich eine Montagemaschine, die solche Zahnräder fertigt, hierfür ausreichen? Nee, ne? Die produzieren sowieso nicht zu zweit, sondern nur einer allein, weil er sich die ganzen Zahnräder krallt. Ja, also das ist unser einziger Flaschenhals. Hier die ganze Produktion steht im Endeffekt. Das heißt, was? Ich muss das eigentlich komplett anders machen. Aber das war für die Forschung, weil wir hier die Kupferplatten haben. Okay, pass mal auf. Dann reißen wir den einfach weg. Oh, das war nicht so gut. Moment, Moment, Moment. So. Dann nutzen wir den Platz einfach, um das Kupfer da irgendwie rauszufiltern. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen. Wir den da komplett durchziehen. Das Problem ist halt hier, also das Kupfer würde hier am Eisen anstehen und nicht weiterrutschen. Hoffe ich. Einziges Problem ist nur, wenn der Eisennachschub mal schwach wird, dann kommt das Kupfer doch wieder durch. Gibt es nicht auch filternde Teilerfließbänder? Nee, ne? Ah ja, was ist denn eigentlich mit. Erlaubt es im Stapelgreifarm, mehr Gegenstände auf einmal zu bewegen. Einige dieser Upgrades fügen auch einen kleinen Bonus für Nicht-Stapelgreifarme hinzu. Ja. Ach so, das ist nur Kapazität plus 1.
Was ist mit dir? Kapazität plus 1, Stapelgreifarmkapazität. Greifarmkapazität. Achso, das erhöht nur die Kapazitäten, aber nicht die Geschwindigkeit. Okay. Ja, das ist doof. Vielleicht machen wir das auch komplett anders. Weil wir gar so viel Eisen haben. Wir könnten ja die Dinger hier nach unten setzen. Zumindest eins davon. Und dann ein paar neue bauen. Und hier unten nochmal eine Zahnradfertigung machen. Eigentlich wollte ich den Platz mir aufheben für Eisenoutput. Aber wir haben eh noch nicht alle Öfen aufgerüstet. Ich glaube, das, wenn passiert, wird das Eisenerz sowieso verschwinden. Die da unten sind auch noch nicht alle aufgerüstet. Also hier nochmal eine Ofenreihe hinbauen, denke ich jetzt mal nicht für unsere Anfangsfabrik. So, der ist eh fertig. Warte mal. Was wollte ich noch? Entzündliche Stoffe ist nur für Flammenwerfer sinnvoll momentan. Kernenergie können wir erforschen. Boah, bräuchte 1000-mal Wissenschaftspaket 1, 2 und 3. Krass. Aber dann können wir Atomkraftwerke bauen. Oh, das wird später lustig. Das wird richtig, richtig lustig, denke ich. Schaltungsnetz. Ich gehe mal auf Elektromotoren. Ich könnte das Ganze natürlich auch. Warte mal, wo sind wir denn? Da sind wir. Nein, das ist nämlich das, was ich meine. Deswegen hätte ich eigentlich ganz gerne diese Fertigungsdinger ungefiltert, dass wir hier nur Zahnräder haben und danach erst die Kupferplatten dazukommen. Aber hier geht es leider nicht anders. Also, du bist auch völlig überflüssig. Du kommst gerade noch dazu, dein Zeug da reinzusetzen. Das heißt, die vier fertigen jetzt dafür. Dann setzen wir die einfach nach unten. Oh, und schon steht alles. Das ist die einzige Verbindung nach oben. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ja, dann machen wir hier einfach eine Zahnradfertigung nochmal rein. Und den Platz hier, den kann man freilassen für weitere Förderbänder, wie man sie halt gerade braucht. Mal gucken. So, die Frage ist jetzt nur: Produziere 10.000 elektronische Schaltkreise. Jo, klar, haben wir geschafft. Sehr schön. 10.000 schon wieder, wow. Krieg ich den. Wie mache ich das jetzt mit dem Zahnrad-Output? Ziehe ich den jetzt einfach da durch? Ja, ne? Ich kann ja auch hergehen und sagen. Ja, gut, für Blaupausen wäre es jetzt übertrieben. Wo und wie packe ich jetzt da die Zahnräder rein? Ich müsste hier unten irgendwie durch. Oder hier oben. Komm, wir gehen hier oben lang. So, und dann einmal unten durch. Ah, da werde ich wahrscheinlich rote brauchen. Ja, es reicht nicht ganz. Cool. Und dafür fehlen mir natürlich die Zahnräder. Na, dann klauen wir hier gerade mal. So. Dann kann der nämlich auch weg. Dann haben wir nämlich auch dieses Eisenproblem hier gar nicht. Hier nehme ich jetzt noch mal ein bisschen was mit. So, Zahnradfertigung für den läuft. Wir könnten jetzt hier natürlich auch noch hergehen und das da reinsetzen. So. Damit stockt allerdings unsere Eisenfertigung wieder. Also vielleicht. Ja, nee, warte mal. Ich lasse den einen hier lieber weg. Den einen lassen wir da lieber mal weg. Was hätte man denn noch? Luftfahrt. Wir können Luftfahrt erforschen. Oh, wäre auch nicht verkehrt. Wir kleine Drohnen bauen können. Okay, also Zahnradfertigung haut jetzt mal so gut hin.
Ihr packt euch das ganze Zeug. Da könnten wir theoretisch sogar die Dinger wieder da drauf führen. Dann bräuchte es die langen Greifarme da gar nicht. So. Da klaue ich mir nochmal ein bisschen. Jetzt ist nur die Frage, nachdem wir das haben, das können wir... Ah ja, genau. Jetzt spinnt nämlich das Eisen wieder rum. Kann ich nochmal... Ach, ich habe noch ein paar Hochöfen. Okay, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Da drüben bringt er das Eisen nicht weg. Das heißt, da sollte man mehr machen. Das ist eh nur für die Stahlträgerfertigung. Interessant. So, wie schaut es hier aus? Euch kann man aufrüsten. Da unten hätten wir auch noch einen zum Aufrüsten. Warte mal, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, ich mache einfach 10 Stück. Was soll der Geiz? Dann haben wir halt ein bisschen was auf Lager, weißt du? Ich hoffe nur, dass wir dann später auch das nötige Eisenerz herkriegen, um diese Dinger weiterhin zu befeuern. Ich glaube, das wird jetzt dann ein bisschen kritisch. Wobei hier eh einiges an Eisen rauskommt, aber hier oben, das wird halt hier total gefressen von den Dingern, ja. Da kommt gar nichts mehr an. Und der braucht es eigentlich hierfür, für die Montagemaschine 2, die hier die Schaltkreise fertigt. Okay. Ja, da kommt nicht so viel Eisen durch, wie es sollte, zumal das hier auch wieder aufgeteilt wird. Okay. Hat der jetzt mal wieder was produziert? Oh ja, 93. Was, in der Zeit hat der so viel produziert? Wow. Okay. Vielleicht setzen wir da doch den einen oder anderen aus, weil so viele Zahnräder braucht es hier unten nicht dafür, dass der da eigentlich nur da arbeitet. Die Frage ist nur, wie erhöhe ich da den Eisenoutput weiter? Wir haben jetzt da drüben eine Menge Eisen, da kommen die Öfen für die Stahlträger gar nicht hinterher, wie es scheint. So. Achso, Stahlträgerproduktion steht sowieso komplett da unten. Also mit Stahlträger muss ich auch schauen, dass wir etwas mehr machen. Okay. Das Eisen. Achso, warte mal. Das Eisen landet da drüben. Nee, Schmarrn, wo kommt denn er her? Das geht darüber. Achso, das wird darüber gefiltert. Und ist dann für die Jungs. Das da ist für den. Okay, nee, nee. Gut, weißt du was? Das lassen wir dabei so. Das passt ganz gut, eigentlich. Sprengmunition. Panzerbrechende Muni können wir mal mitnehmen. Ich habe schon wieder Eisenerz in der Tasche. Gibt's doch nicht. Gut, 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 gut. Ja, lassen wir das dabei mal so. Das haut ganz gut hin. Wissenschaftspaket 3 wäre jetzt mal sinnvoll. Da brauchen wir die Motoreneinheiten. Haben wir. Elektrische Erzförderer. Haben wir. Wird alles gefertigt. Wir müssen nur unter Umständen 2 davon fertigen. Ich weiß nämlich nicht... Ah ja, da kommt nicht genügend Eisen an dafür. Okay, also den Eisenoutput da oben müssen wir definitiv verstärken. Aber dann produziert das eine Ding allein eigentlich schon ganz gut. Wie schaut's hier aus? Boah, Alter, die Stahlkiste ist gleich voll. Willst mich verarschen? Gibt's ja gar nicht. Brauchen wir für irgendein Wissenschaftspaket diese komischen blauen Teile? Bisher nicht, ne? Die blauen Greifarme, meine ich. Ja, gut. Also, Wissenschaftspaket 3. Erweiterter Schaltkreis, was brauchst du denn da? Kunststoff. Oh. Oh. Oh, okay. Also, egal, was wir machen. Unsere Nordbasis wird wieder angegriffen. Da fahre ich jetzt mal ganz kurz hoch und tausche ein bisschen Munition aus. Es gibt's ja nicht. Sitzt da wieder so ein Falzen, weißt du? So ein dämlicher Stein.
Huch. Wie, die haben alle keinen Strom. Was ist denn da los? So, ihr habt hier... Ja, pass mal auf, mach das mal so. Und dich packe ich... da rein? Ah ne, doch, war schon richtig. Das ist natürlich ein Problem, dass hier oben kein Strom ankommt. Kann ich nochmal Geschütztürme bauen? Ja, einen hätte ich dann doch noch ganz gern hier. Wobei, im Endeffekt ist es jetzt... alles so. Was haben wir da für eine Reichweite? Hier unten fehlt noch so ein bisschen. Wobei, die kommen eher von hier oben. Ne? Dann stellen wir da einen Turm noch hier auf. Du kannst da rein. Okay, Stromversorgung. Ist die Stromversorgung wieder am Ende? Oh. Oh, ja, Tatsache. Mist, darauf hätte ich achten sollen. Scheiße. Okay, ja. Darauf hätte ich achten sollen. Was ich nicht habe, was doof war. Wieso habe ich jetzt da noch einen Geschützturm? Habe ich den jetzt nicht platziert da oben? Doch, habe ich. Achso, ich bin ja doof, weil ich den da weggerissen habe. Mann. Oha. Oha. Hä, und er da unten hat nichts mehr? Ja klar, weil die natürlich nicht mehr produzieren. Warte mal. Machen wir das mal so. Ja, ich habe so den Eindruck, das wird nicht reichen. Ja, dann bauen wir noch ein, zwei von den Dingern. Habe ich noch ein Rohr? Nee, ne? Ach, doch, 100 Stück, mein Gott. Aber von diesen Dingsgreifarmen habe ich nichts mehr. Die da unten haben natürlich jetzt auch nichts mehr. Ist da noch so ein befeuerter Greifarm drin? Zwei Stück, perfekt. So, damit können die mal arbeiten. Und ich brauche noch mehr von den Dampfmaschinen. Da brauchen wir mehr Zahnräder, mehr Eisen, mehr Zahnräder. Ja, wenigstens arbeitet die Maschinerie jetzt hier wieder einigermaßen, mehr oder weniger. So. Ich kann mir inzwischen sogar Solarpaneele selber bauen. Interessant. Ja, eigentlich wollte ich schauen, dass wir jetzt ein Zugsystem aufsetzen, um mal an Öl ranzukommen. Dass wir das Öl hier runterkarren, das wäre ganz interessant. Aber ja, wie man sieht, wir haben gerade andere Probleme. Na. So, dann kann der da rein. Wie schaut es jetzt aus? Oh, immer noch nicht. Das ist doch nicht dein... Ja, da arbeitet einer schon wieder nicht. Ja, so ein bisschen an der Grenze. Ich denke, wir sollten den Kupfer... den Kohle-Output nochmal erhöhen. Warte mal. Ich nehme mir da jetzt mal was mit. Hä, wo ist es denn? Da ist es. Kohle, 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 Kohle. Ah, da arbeitet einer nicht mehr, verdammt. Stimmt, der hat sein Zeug aufgebraucht, deswegen. Ganz, ganz schnell bitte, ganz, ganz schnell. Machen wir jetzt einfach so. So, Strom wollt ihr natürlich auch noch haben. Klar. Strom sollt ihr haben. Und der hat schon wieder keine Kohle mehr. Ich habe auch keine Kohle mehr. Kann ich irgendwo gerade mal Kohle klauen? Oder wie ist... Da drüben werden wir wieder attackiert. Sehr nett. Klauen wir mal hier ein bisschen Kohle. Achso, bei den zwei natürlich auch. Die habe ich total vergessen, die Dinge. So, und damit haben wir selber keine Kohle mehr. Hm, nicht so geil.
Aber wenn das einmal läuft, dann ja, schau mal, was jetzt hier auch an Kohle rauskommt. Ich glaube, das sollte genügen, um die Dinger da oben aufzufüllen. Das muss jetzt dann langsam mal genügen. Er da oben hat noch so ein Problem. Er ebenfalls.